unter den Einerfahrern bin ich ja noch mit der Jüngste im Feld. Ich habe noch viele Schrauben, an denen ich drehen kann, auch einfach aus dem Grund, dass ich noch nicht so lange im Rudern dabei bin. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass ich auch nächstes Jahr noch konkurrenzfähig bin und sogar noch stärker aus der ganzen Situation hervorgehen werde, als ich jetzt schon bin. Die Geschichte muss noch geschrieben werden. Man muss diesen Sportler sehen, man muss die Sportler sehen, wenn man dieses ganze Olympia begreifen will. Jeder Sportler hat seinen Plan. Was macht er nach Olympia, was macht er bis Olympia? Und da musst du dann erst mal auch wieder eine Motivation finden und auch wieder einen Plan entwickeln, wie mache ich es jetzt? Aber das war jetzt auch innerhalb von einer Woche, 10 Tagen war das ausgestanden, wo er dann gesagt hat, okay, jetzt erst recht. Marie, freie Auswahl. Welche Bahn? Bahn 6, Olli Bahn 5. Wir haben heute Morgen beim Frühstück kurz drüber gesprochen, welche Belastung bei wem draufsteht. Und dann haben wir entschieden, dass die Marie heute bei uns mitfährt. Das heißt, die fährt jetzt dann die gleichen Strecken gegen ihren Bruder. Attention! Go! Ja, das ist Wahnsinn. Also er ist sehr schnell unterwegs. Und das ist halt das, was uns so ein bisschen auch zuversichtlich macht auf die kommenden Aufgaben. Also ich bin wirklich sehr optimistisch. Da ist er jetzt 3 Sekunden, 4 Sekunden schneller gewesen als bei der WM. Und deswegen finde ich die Zeit wirklich sehr, sehr gut. Bin sehr zufrieden. Ich habe jetzt erst seit 2 Wochen wieder rudern können. Dafür war es eigentlich ganz okay. Aber wenn ich mit Olli fahren will, dann muss die Schlagzahl vorgegeben sein. Dann passt das auch, dass wir zusammen ins Ziel kommen, wenn ich den entsprechenden Vorsprung habe. Aber wenn die Schlagzahl offen ist, da habe ich einfach keine Chance. Da holt er mich immer ein. Hi. Ich habe eine Bitte. Es ist halt mein 58. Geburtstag. Ja. Dürfte ich vielleicht mein Geburtstagsfoto mit dir zusammen haben? Gerne. Alles das Gute zum Geburtstag. Sehr schön. Vielen, super. Vielen Dank. Schön. Dankeschön. Und schönen Geburtstag noch. Also ich versuche natürlich irgendwie ein positives Vorbild zu sein, indem ich zeige, dass ich mich auch motiviere momentan. Ich bin heute Morgen ja auch super Zeiten auf dem Wasser gefahren. Das heißt, ich bin eigentlich im Plan. Ich trainiere einfach weiter für ein Ziel, was komplett unsicher ist, eigentlich wie bei allen Leuten. Keiner weiß, was in ein paar Monaten ist, ob wir Corona dann abgeschlossen haben oder nicht. Und einfach die Leute dazu zu motivieren, auch voranzugehen und zu sagen, ja, wir schaffen das, wir werden das irgendwie überstehen. Ja, die schönste Erinnerung hier an die Strecke ist natürlich 72, der Olympiasieg, den wir hier erringen konnten. Und ja, das war halt eine einmalige Geschichte. Und schön, das war's. Das ist natürlich für mich eine Riesenfreude, dass beide Enkel in diese Richtung gegangen sind, Richtung Rudersport, und dass sie mit Begeisterung dabei sind. Ich möchte mal sagen,
mit der ähnlichen Disziplin, wie ich sie früher auch hatte. Dann noch hier auf der Strecke, wo man eigentlich den größten Erfolg mit eingefahren hat, möchte mal sagen, dass es trotz der baulichen Mängel, die jetzt da sind, für mich immer noch eine der schönsten oder die schönste Regatta-Strecke der Welt. Wenn er gesund bleibt und sich nach wie vor weiterentwickelt und Potenzial ist dann noch da, sowohl technisch als auch physisch, dann ist im Grunde genommen alles erreichbar. Ne? Er ist ein Kampfschwein und das zieht er dann auch durch. Ne? Ja, mein Großvater hat den damals aufgebaut, also ist mit der Aufgabe vertraut worden, diesen Olympiastützpunkt aufzubauen. Daher bin ich dann als kleines Kind schon häufiger hier im Olympiapark und auch hier im Olympiastützpunkt gewesen. Und wir sind hier durchgegangen und ja, er hat immer zu allen möglichen Sachen Geschichten erzählt. Man möchte ja irgendwie schon ein Teil von dieser Sportgeschichte werden. Mit dem, was man tut. Und dadurch, dass ich jetzt tatsächlich die Chance dazu habe, meine Chancen stehen ja recht gut, dass mir das so schnell keiner nachmacht. Daher ist mir das auch wichtig, weil mich das ja auch so ein bisschen auszeichnet. Ja. Ist noch ganz leer, Olli. Ja, muss noch befüllt werden. Die Geschichte muss noch geschrieben werden.